Hallo, liebe Leser von Kulturmagazin. Ja, wir von Bentoreisen, wir freuen uns, denn es geht wieder los. Die Grenzen sind geöffnet und erste Gäste sind bereits mit uns auf dem Weg zu ihrem wohlverdienten Urlaub. Wir wissen aber auch, dass aktuell noch viele Fragen bestehen. Wie sieht das mit den Schutzmaßnahmen aus und mit der Sicherheit? Und wie ist das überhaupt mit der Reisewarnung, die in Deutschland für die Türkei besteht aktuell? Da kann ich zunächst zu sagen, Reisewarnung ist nicht gleich Reiseverbot. Ja, auch bei uns gibt es einige Gäste, die scharren mit den Hufen und die wollen in die Türkei ihren wohlverdienten Urlaub genießen. Und das geht selbstverständlich. Und ich darf Ihnen versichern, dass im Moment die gesamte Reisebranche, so schwer sie es auch hat, gerade in dieser Zeit Hand in Hand arbeitet. Die Reisebüros, dann natürlich wir Reiseveranstalter. Über die Airlines, die nach wie vor das sicherste Verkehrsmittel der Welt sind. Incoming-Agentur, Transferunternehmen und nicht zuletzt natürlich die Hotels. Gerade die türkischen Hotels mit der Größe ihrer Resorts sind doch ideal, um in einer heutigen Zeit Abstandsregeln einzuhalten. Darum freuen wir und unseren gemeinsamen Partner uns darauf, Ihnen auch in 2020 die schönste Zeit Ihres Jahres, nämlich Ihren wohlverdienten Urlaub, zu bereiten. Bleiben Sie uns treu und wir freuen uns darauf, Sie bald als Gast bei uns begrüßen zu dürfen.